Hi folks, this is Trucker Tom from Denver, Colorado. Our trucking team is mile high above the others. Die Ruhepause war ausnahmsweise mal richtig gut. Hab echt gut geknackt hier. Das ist natürlich wieder ein bescheidenes Wetter. Ja, und jetzt geht's zu einem spannenden Auftrag tatsächlich. Ich habe die Anfrage bekommen, eine Industrielüftungsanlage für ExxonMobil zu transportieren. Jetzt hier von Laurel nach Glendive, rund 250 Meilen. Ja, und das Teil wiegt satte 66.000 Pfund. Das ist schon nicht schlecht. Ein Schwertransport ist für mich das erste Mal auf jeden Fall. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös. Ja, jetzt muss ich aber erstmal zurück nach Laurel. Dann geht's heute Nachmittag, also in gut 5 Stunden, um 15 Uhr, geht's dann los. Schwertransport für ExxonMobil. Alles klar, danke. Ja, die Fracht steht hier beim Union Pacific für mich bereit. Ja, und die Verantwortlichen checken jetzt nochmal jedes Detail, vor allem, dass die Fracht auch ausbalanciert ist und die Breite auf beiden Seiten möglichst gleich ist. Dann gab es vorhin noch eine Einsatzbesprechung mit den Begleitfahrzeugen. Tja, und jetzt kann es gleich losgehen. So, kurz nach drei. Ab geht's. Extrem auf die Spiegel achten, das ist mal klar. Jetzt bei der Ausfahrt hier. Links passt. Und rechts sieht auch gut aus. Ja, das ist okay. Ist doch ein bisschen breiter, als man das so denkt, ne? Okay, passt. Da sind auch die Begleiter, genau. Also Polizei ist auf jeden Fall mit dabei. Und die Jungs hier mit der Oversize-Load-Beschriftung. Die halten mir den Weg frei, hoffen wir mal. Ich hoffe, dass ich mich nicht ganz so doof anstelle hier. Erste Hürde geschafft, okay. Ja, wir kommen gerade in Billings vorbei, also noch knapp 200 Meilen und ich muss sagen, es ist echt total anstrengend. Keine Sekunde Unachtsamkeit möglich hier und wir sind jetzt schon 2 Stunden unterwegs und für 50 Meilen.
Nur noch 3 Meilen bis zum Ziel. Jetzt wird es nochmal spannend. Es ist bereits 10:30, also wir sind schon seit gut jetzt 7,5 Stunden unterwegs. Boah, kann euch sagen, das ist echt, das zerrt. Das zerrt echt. Jetzt geht's da vorne gleich rechts rum. Keep right and then exit right. Exit right. Hier vom Highway runter, das ist noch okay, und aber da unten rechts könnte es wieder spannend werden. Get ready to turn right. Also ich muss sagen, das mit den Begleitfahrzeugen hat wunderbar geklappt. Die haben alles freigehalten, da ist echt nichts passiert, war keiner, der mir im Weg stand. Ja, und hier scheint es auch genug Platz zu geben. Ja, das passt. Passt locker. Die Hupen, das ist echt unfassbar. So, das müsste mit der Ampel auch passen, da oben rechts. Jawohl. Jetzt kommt nur noch nur noch die Einfahrt aufs Gelände von ExxonMobil. Keep right and then turn right. Turn right. Komm, machst du auf da. Wunderbar rein. Brauchen Gott sei Dank genug gerade absetzen. Alles andere wäre auch irgendwie nicht machbar. Steht das gute Teil. 66.000 Pfund. Get on with so, alles erledigt, alles klar. Bin gut angekommen, unfallfrei, das war perfekt. Heute werde ich jetzt hier in Glendive übernachten. Bin ganz schön K.O., muss ich echt sagen. Gott sei Dank ohne Meile bis zum Rastplatz. Turn left. Turn left. Here we are, kind of on time.
So, schon mal vorsorglich nochmal tanken. Dann bin ich für morgen direkt bereit. Jetzt freue ich mich auf mein Bett. Halb zwölf. Oh, so Leute. Aber eine anstrengende Tour. Jetzt ein bisschen aufs Ohr hauen, ein bisschen pennen, ausruhen. War aber auch interessant, muss ich sagen. War doch spannend. Also habe ich ja noch nicht gemacht. Insofern muss man ja ausprobiert haben, genau. So, ich habe mich jetzt ein bisschen hier aufs Ohr. Vorhin habe ich auf meinem Handy schon eine Nachricht gekriegt von meinem Dispatcher. Ich kann morgen eine Tour fahren, hier von Glendive zurück nach Denver. Wieder mal zu Hause nach Colorado. Ja, freue mich auch schon drauf, wieder mal zurückzukommen. Und ich sag mal, bis dahin. Macht's gut, Jungs.